Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von mir hier auf meinem Kanal. Heute gibt es meinen Summer Primark Haul. Und es wird auch vorerst, denke ich, der letzte sein. Sollte sich an meiner Garderobe nicht unmittelbar etwas ändern. Hallo, Leberfleck. Was auch immer. Ja, auf jeden Fall sollte sich an meiner Garderobe unmittelbar nichts ändern. Dann bleibt das vorerst der letzte. Weshalb ich auch gut zugeschlagen habe. Wobei ich sagen muss, dass vieles von den Sachen, die ich gekauft habe, im Sale war. Und ich damit also gut sparen konnte. Fragt mich nicht, was mit meinem Gesicht los ist. Hier. Bertha kennt ihr ja schon. Wobei Bertha eigentlich tot ist. Sieht Bertha aus, als würde Bertha gleich platzen. Egal, ich würde sagen, wir fangen an mit dem Video und wir starten mit den Accessoires. So viele Accessoires gibt es da gar nicht. Ich habe mir zum einen, fangen wir mit etwas an, das wirklich ein Deko-Accessoire ist. Und zwar habe ich mir diese wunderschönen Kerzen hier gekauft. Und zwar sind das Kerzen im Drachenei-Look von Game of Thrones. Wo wir natürlich die Eier von Rhaegal, Drogon und Viserion haben. Und die stehen im Normalfall in meinem Bücherregal vor den Game of Thrones Büchern. Ich überlege auch jedes Mal, wenn ich bei Primark stehe, ob ich mir Drogons Ei mitnehme. Aber ich entscheide mich doch immer dagegen, denn ich denke mir, für eine Geldbörse oder Büchse, wo du am Ende eh kein Geld reinschmeißt, 9 Euro zu bezahlen, finde ich ein bisschen mau. Hierfür habe ich jetzt 3 Euro bezahlt und das werden Kerzen sein, die ich nicht anzünden werde. Weshalb ich überlege, den Docht einfach abzuschneiden, sodass es halt aussieht wie Eier und nicht wie eine Kerze. Auf jeden Fall, so viel habe ich ein bisschen Accessoire-Klamottenzeugs. So habe ich mir hier diese Ohrringe gekauft. Ich fand die so hübsch. Ich wette aber mit euch, dass die viel zu schwer sein werden für mein Ohr. Wie ihr sehen könnt, kamen die 4 Euro und ich finde die dermaßen hübsch. Klar, sie sind laut, aber mit dem Perlenbesatz, ich fand die unglaublich schön. Und da ich sie in dem Primark, wo ich jetzt war, zum ersten Mal gesehen habe, beziehungsweise ich habe sie online gesehen und war jetzt in 2 verschiedenen Primarks bisher und habe sie nicht gefunden. Von daher war ich sehr erstaunt und glücklich, dass sie heute auffindbar waren. Und dann habe ich mir 2 Bandanas gekauft. Einmal dieses rote hier und einmal dieses rosane. Wobei halt wirklich die Bandana-Muster nicht ganz so krass aussehen. Aber egal, ich liebe das im Sommer, Bandanas zu tragen und deshalb bin ich schon sehr gespannt darauf und die kamen jeweils 2 Euro. Dann habe ich natürlich auch wieder ein bisschen Beauty-Zeugs gekauft. Allerdings, werdet ihr gleich sehen. Ich habe mir gleich 2-mal von den Augenbrauenstiften mitgenommen. Die sind beide in der Farbe Tan. Ich glaube, die kamen 2 Euro oder 2,50 Euro jeweils. Aber das ist momentan für mich mit der beste Pinsel oder Pencil, der ist ja so ein bisschen wie der von NYX oder von Benefit. Ihr habt halt eine Bürste auf der einen Seite und auf der anderen habt ihr dann den ganz feinen Pencil halt. Und ich finde dafür, dass der 2,50 kostet, ist der mindestens genauso gut wie der von NYX, der 9 Euro kostet, wenn sie die Preise nicht noch angezogen haben. Ich glaube 9 Euro. Und ja, deshalb dachte ich mir, komm, nimmst du die mit, weil die funktionieren wunderbar mit meiner Augenbrauenfarbe und ja. Dann habe ich mich natürlich mal wieder mit Nägeln eingedeckt. Ich hoffe, ich habe euch in meinem letzten Haul die Nägel gezeigt, die ich mir gekauft habe. Und für ein Paar oder beziehungsweise 2 Paar habe ich noch was dazu gekauft. Das zeige ich euch gleich extra. Auf jeden Fall habe ich mir einmal diese Kobaltblauen hier gekauft. Ich fand die mega geil. Dann habe ich mir diese hier gekauft. Die nennen sich Cosmopolitan. Muss ich dazu noch was sagen? Die sind Neonpink. Ne? Dann habe ich mir diese hier mitgenommen. Die nennen sich Paradise Leaf. Die sind in so einem schönen, ja, nicht dunkel. Also es ist schon ein dunkleres Grün. Aber es ist ja jetzt auch kein Khaki. Es erscheint in der Kamera Khaki, aber es ist halt wirklich so
Palmmeeresgrün, total toll. Ich habe welche, die in Camouflage sind und die sind viel, 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 viel dunkler. Und dann habe ich mir noch diese hier mitgenommen. Die sind in Neonorange und wie man unschwer erkennen kann, ist Squaletto einer meiner Lieblingsformen. Also Squaletto und Pointed sind die einzigen beiden Arten, die ich eigentlich kaufe. Manchmal kaufe ich noch diese kurzen, aber ich denke mir, wenn ich schon Nägel trage, dann richtig. Und dann habe ich mir noch einmal diese Squalettos hier gekauft und diese Pointed. Und zwar ist es einmal Smoke, die sind in so einem ganz hellen Grau, und einmal Pure, und zwar sind die weiß. Und das hat einen Grund, erst hatte ich diese hier, da war ich mir aber nicht ganz sicher, ob das funktioniert, was ich vorhab. Deshalb habe ich mir noch die weißen mitgenommen. Denn ich habe mir noch diesen Nagellack hier gekauft, wobei ich die leichte Befürchtung habe, dass dieser Nagellack nicht neongelb sein wird. Weshalb ich mir einen Nagel raussuchen werde von der jeweiligen Packung, den ich nicht verwenden werde, an dem ich den ausprobiere, den gelben hier. Aber ich gehe morgen eh nochmal zu Rossmann und werde gucken, ob die dort einen wirklich neongelben haben. Denn ich habe momentan total die Neonklatsche. Also halt vor allem bei Nägeln und beim Make-up, und deshalb habe ich die Hoffnung, dass ich nochmal Neonfarben finde. Es wurde zwar als Neon angepriesen, aber sieht das für euch Neon aus? Also ein bisschen, aber halt auch nicht doll. Deshalb auf jeden Fall, neongelber Nagellack soll mit weißem Unterlack super funktionieren, und deshalb dachte ich mir, hole ich mir einfach gleich weiße Nägel, da ist weißer Lack drauf. Und hatte halt vorher gesagt, die hellsten Grauen gefunden, die ich gefunden habe, um das halt auch auszuprobieren. Ich versuche es aber erstmal mit Nägeln, die nicht unbedingt passen oder die ich nicht verwenden werde, um zu sehen, wie es ausschaut. Ansonsten nutze ich einfach dieses helle Grau, weil ich fand das auch an sich mega schön. Jeweils 1,50 für die Nägel, also 3, 6, 9 plus den hier, das sind nochmal 2,50. Und das war's soweit auch mit den Beauty-Accessoires. Ich habe mir noch ein bisschen Unterwäschezeug so gekauft. Ihr wisst, ich habe damit kein Problem, euch das zu zeigen. Einmal ist es dieser Bra hier, der war reduziert auf 1 Euro. Es ist ein T-Shirt-BH. Man muss aber dazu sagen, der ist nicht ganz clever gemacht. Wir machen den mal kurz zu, wenn er denn jetzt auf die Schnelle zugeht. Ja, und zwar ist das folgendermaßen. Ihr habt erstmal die Träger überkreuzt. Was ich an sich ja total cool finde, aber das Problem meiner Sache ist, der BH geht hinten auf. Heißt, ihr müsst während des Anziehens erst einen nach dem anderen anziehen, außer ihr habt jemanden, der euch den von hinten verschließt. Aber wenn ihr den alleine zumacht, ist das ein bisschen unpraktisch. Was cool ist, ist, dass er sich hier hinten so aufteilt in so drei Riemchen. Sieht auch ganz süß aus, gibt dem Rücken eine schöne Form oder macht eine schöne Form. Aber es wäre halt praktischer, würde dieser BH vorne aufgehen. Tut er allerdings nicht. Und ja, beim ersten Mal hatte ich die Überkreuzung vorne, weil ich habe einen BH, der sich vorne überkreuzt. Aber das sah dort komisch aus, denn er stand so komisch ab. Und von daher dachte ich mir, das kann nicht richtig sein. Er sitzt aber total toll und ist auch ganz angenehm weich. Ja, wie gesagt, es hat nur ein bisschen unclever gelöst, dass der sich hinten schließen lässt, weil man dann demnach extrem bescheiden hineinkommt. Und dann habe ich mir, wie in der Kasse ja immer rumliegen, diese 1-Euro-Slips hier mitgenommen. Einmal so einen knallroten und einmal so einen blauen hier, Teal, keine Ahnung, was es sein soll, für jeweils 1 Euro. Dann machen wir jetzt das, was am schnellsten geht. Und zwar habe ich mir hier einmal diese Cargo-Pants geholt. Ich finde die mega cool. Ich wollte mir auch so eine Hose davon holen, aber ja gut, ich hatte eine beige an. Die beige sah jetzt nicht so krass aus bei mir und irgendwie war die total kurz von der Beinlänge her. Das fand ich irgendwie kacke und ich wollte dann auch nicht 19 Euro bezahlen. Ja, also von daher habe ich mir keine Cargo-Hose mitgenommen, vielleicht irgendwann nochmal. Aber erstmal habe ich mir diese Cargo-Pants geholt. Die sind High-Waist und die sitzen auch mega cool. Und was ich halt gerade cool finde, ist hier dieser Gürtel mit dem Snap hier vorne. Das verleiht den irgendwie nochmal so einen richtig coolen Schnitt. Die haben halt, wie ihr sehen könnt, hier vorne jeweils
an jeder Seite eine Tasche, dann hier oben nochmal eine, plus noch eine, hier auch zwei und dann hat sie Arschtaschen und sie war mega cool. Ich hatte richtig Glück, weil das irgendwie die letzte war. Ich habe sie auch ein bisschen größer genommen als eigentlich, weil die halt irgendwie cool sitzen sollte. Und da es die letzte Größe war, war die auch irgendwie reduziert. Ich weiß nicht, ob die reduziert war und deshalb die letzte Größe oder ob es, weil es die letzte Größe war, die reduziert war. Auf jeden Fall kamen die eigentlich 15 Euro und ich habe dafür jetzt nur 7 bezahlt. Und dafür ist das mega cool. Und als zweites habe ich mir hier die Mom Jeans mitgenommen. Die habe ich auch ein bisschen größer, also eine Nummer größer genommen als sonst, also eine 40. Einfach aus dem Grund, dass ich momentan das Problem habe, dass, ich weiß nicht, ob Primark ihre Größen schon wieder geändert hat. Normalerweise hatte ich immer 38er Hosen. Ich hatte diese hier letztens in 38 an und ich habe sie kaum über meinen Arsch bekommen. Also kann auch sein, dass ich zugenommen habe, ich weiß es nicht. Also klar, ich habe zugenommen, aber jetzt nicht so viel. Dann hatte ich die, wie gesagt, 38 an und ich habe sie nicht über meinen Arsch bekommen. Die sieht jetzt riesig aus hier oben, ist sie aber nicht. Die sieht auch hier irgendwie riesig aus, alles sieht in der Kamera riesig aus, ist sie aber in Wirklichkeit nicht. Dann hatte ich sie in der 42 anprobiert, weil ich dachte mir, so eng wie die saß, wird die in der 40 nicht passen. Und dann hatte ich sie in der 42 an und da konntest du, wenn hier mein Bauch ist, sie noch bis hier vorziehen. Und dachte ich mir, das ist wieder zu breit. Also habe ich sie letztendlich in der 40 mitgenommen. Und wenn sie irgendwo zwickt oder kneifen sollte, weil ich habe sie nicht mehr anprobiert, dann muss ich halt einfach wieder abspecken. Diese Hose kam regulär 13 Euro und sie war reduziert auf 9. Keine Ahnung, warum die so wenig dann reduzieren, aber für 9 Euro habe ich sie auch mitgenommen. Jetzt habe ich nämlich 2 coole Shorts für den Sommer. Meine eine Hose ist nämlich viel zu kurz. Ich weiß gar nicht, was mich da damals geritten hat. Denn ich war damals noch dicker als jetzt und hatte so eine Hose an. Dann habe ich noch eine schwarze. Aber schwarz im Sommer. Und dann habe ich noch eine Leder-Shorts gehabt, die allerdings absolut kacke aussieht mittlerweile und deshalb musste ich mal mir 2 neue Shorts besorgen. Auch mal eine ordentliche Jeans-Shorts, die nicht kaputt geschnitten ist, also aus einer alten Hose. Und ja, deshalb mussten mal ordentliche Shorts. Kommen wir zu dem größten Stapel. Mir ist aber gerade aufgefallen, dass hier gerade ein T-Shirt fehlt. Das ist nämlich ein Jungs-T-Shirt, so wie ein Großteil der Sachen, die hier drin liegen. Das ist in so einem Kobaltblau. Und hat einen roten College-Schriftaufdruck, wo Falcons draufsteht. Ich weiß nicht von welcher Stadt, aber auf jeden Fall Falcons. Das kam 3 Euro und das habe ich mir als Crop-Top geschnitten. Jetzt nicht komplett kurz, sondern halt für meinen Körper angepasst. Und ja, ne? Achso, jetzt kommen wir zu den Sachen, die ich hier gekauft habe. Also ich habe mir, weil mein liebstes T-Shirt kaputt gegangen ist, ein neues Off-Shoulder-T-Shirt geholt. Und zwar ist das dieses hier. Weil ich will ja, dass meine Off-Shoulder-T-Shirts immer so ein bisschen lockerer fallen, habe ich das in, naja gut, die neuen Gymshark. Die neuen Primark-Sizes sind ja sowieso total bescheuert. S ist jetzt 38-40. Das passt doch auf jeden Fall. Ich hätte es noch eine Nummer größer mitnehmen können, aber ihr seht, es ist halt total stretchy und bei meinem alten war der Gummi zu kaputt. Mal gucken, wie lange der hier hält. 5 Euro für das. Und dann habe ich dasselbe nämlich vorher nochmal in schwarz gekauft. Auch in der S. Und das passt, also schwarz hatte ich schon anprobiert. Das passt optimal. Von daher habe ich das einmal jetzt in schwarz, einmal in weiß für jeweils 5 Euro. Weil ich finde halt so Jeans-Sachen sehen mit weißen T-Shirts gerade geil aus. Die Cargo-Hose kann ich zum Beispiel super mit schwarz und weiß anziehen. Wo wir bei Neongelb waren, habe ich mir hier so ein Top mitgenommen. Das habe ich auch eine Nummer größer mitgenommen, einfach, dass es locker fällt. Und zwar ist das jetzt Größe 40-42, einfach, dass es wirklich ein Stückchen lockerer sitzt. Das kam ursprünglich mal 5 Euro, jetzt kostet es nur noch 3 und da habe ich mir gedacht, komm, jetzt nimmst du es mit. Ich hatte das nämlich letztens schon in Steglitz in der Hand, da war es aber nicht reduziert. Und weil ich das so süß fand, habe ich das auch gleich nochmal in dem Colorway hier mitgenommen, also so in so rosa Streifchen, rosa-weiße Streifchen und dasselbe auch für 3 Euro reduziert. Und jetzt kommen wir auch schon zu den Jungs-T-Shirts, die ich mir gekauft habe. Und zwar ist das einmal
dieses hier. Ich liebe ja diese Grüntöne und ich muss sagen, das ist wirklich mal aus dickem, qualitativen Stoff. Deshalb, ich überlege es mir, ob ich das noch kaputt schnippel oder ob ich das einfach immer knoten werde. Auf jeden Fall fand ich das halt so cool wegen diesem Boston-Dings und mit dem Champion darunter. Das kam ursprünglich 9 Euro, war aber reduziert auf 5 und deshalb habe ich es auch mitgenommen. Dann hatte ich mir dieses hier gekauft und zwar war das, natürlich hatte das mal Ärmel und das war auch mal länger. Ihr könnt aber sehen, dass ich schon zerschnippelt habe und zwar steht da Toronto drauf, 1989 und ja, das habe ich jetzt als Crop Top gemacht und das kam ursprünglich 3 Euro. Dasselbe habe ich mit diesem hier gemacht, das ist Detroit Streetwear 1985. War auch größer und ja, länger. Das habe ich in einer. Achso, das. Dieses hier, das Boston-Ding, war Größe S. Männergröße S. Die fallen aber extrem groß aus, wie ihr sehen könnt. Zum Beispiel das hier von Toronto ist auch eine S, auch mega groß ausgefallen. Wohingegen das mit den Tigers eine M ist und nicht so groß ausgefallen ist. Dann habe ich mir dieses hier geholt, mal eine andere Farbe, auch natürlich wieder gecroppt. Da steht Palm Springs drauf und das fand ich halt mega cool wegen dem Muster, das in den Palm Springs drin ist. Dann, um mal nicht ganz so auffällige Sachen zu tragen, habe ich mir so ein Weinrotes mitgenommen. Die Schrift sieht gerade neongelb aus, sie ist aber nicht neongelb, sie ist einfach nur normales Gelb. Da steht drauf Los Angeles, California. Habe ich mir auch ein bisschen kürzer geschnitten, wobei das noch am längsten von allen T-Shirts ist. Und da habe ich, glaube ich, sogar die Ärmel gelassen, wie sie sind. Bei den anderen habe ich auch an den Ärmeln rumgeschnippelt. Fand ich aber auch ganz cool. Ist Größe M. Und die kamen alle 3 Euro, wie gesagt, bis auf das Boston-Shirt. Aber das Blaue, das ich euch nicht zeigen konnte, das Tigers, das Palm Springs, Toronto und Los Angeles kamen alle 3 Euro. Und das letzte Teil aus meinem Haul ist eines meiner Lieblingsteile, denn es ist dieses T-Shirt hier. Wie manche vielleicht von euch wissen, liebe ich Jurassic Park, Jurassic World etc. Und wollte schon ewig so ein T-Shirt haben. Und es war so cool mit diesen schwarzen Nähten hier und mit dem schwarzen Kragen. Es hatte leider unten keinen schwarzen Rand. Deshalb habe ich es dann auch abgeschnitten, auch wieder auf eine Größe, die okay war. Die Ärmel habe ich dran gelassen, weil es einfach zu cool war. Und das kam nämlich 7 Euro, weil das halt so ein lizenziertes Dingsbums ist. Und ja, so viel dazu. Ich bin mega glücklich mit den Sachen, die ich mir gekauft habe. Da kann man mega viel draus machen. Und ja, ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wenn es euch interessiert hat, was ich gekauft habe oder was ich gekauft habe, dann lasst mir ein Like da. Die Sachen sind alle komplett aktuell. Heißt, ihr findet sie auch noch in allen möglichen Primarksen. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß beim Shoppen. Und ich hoffe, wir sehen uns in meinem nächsten Video wieder. Also bis dahin. Tschüss!